Ja, meine Freunde, direkt das nächste Video hier am Start. So, wir wollen einfach mal direkt gucken, was haben wir denn hier Schönes. Und zwar habe ich den Train-Simulator ausgepackt. Auf gut Deutsch, der Zugsimulator. Allerdings nicht jetzt zu vergleichen mit Railroad Tycoon oder sonstigen PC-Spielen, was man auf dem PC vielleicht abzocken kann. Hier ist auch schon das Bild dazu. Ja, ist wirklich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so auf mobilen Wege gefällt mir die Sache recht gut. Hat bei mir bloß einen Haken, braucht eine Weile, um zu laden. Und dann kommt der schöne Fehler hier wieder mal. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Nach ein paar Mal probieren, funktioniert es denn nun auch? Und wenn mir das Ganze dann gelungen ist, so wie jetzt wird es zum Beispiel gerade wieder ewig nicht. Jetzt muss ich es nochmal neu schließen. Also neu schließen ist auch geil, ja. Und dann nochmal neu probieren. Das liegt wahrscheinlich aber eher an meinem Gerät. Kann von Gerät zu Gerät ja eh unterschiedlich sein. Da kann man sich halt nicht festlegen. Jetzt will er es gar nicht mehr machen. Wir probieren es weiterhin. Komm schon, mein Freund. Ja, er startet das jetzt nochmal von neuem. Und der Fehler, weiß ich nicht, wird vielleicht nochmal durch ein Update behoben. Kann sein, dass das dann bei euch gleich läuft, bei mir wieder mal nicht. Das ist alles möglich. Im Endeffekt zurück zu der App selbst. Ihr fahrt mit einem, nicht eigentlich mit einem nicht, mit mehreren Zügen könnt ihr im Kreis fahren, ja im Kreis. Nicht irgendwie großartige Strecken, leider nein. Habe ich jedenfalls noch nicht weiter gesehen. Soweit, so gut. Geht jetzt schon wieder nichts. Er lädt gerade den letzten Hänger rein. Komm schon, Bengel. Tu mir den nicht fallen. Lauf wenigstens. Einmal. Ich will es wenigstens mal zeigen hier, wie der ganze Spaß funktioniert. Kann doch nicht alle hier ein paar Minuten neu starten. Das ist doch Mist. Tja, also auf jeden Fall, so habt ihr erstmal einen kleinen Einblick. Wir könnten jetzt auf das Horn drücken, was bei mir gerade nicht funktioniert. Wir könnten die Bahn hier vorne austauschen. Und ihr könntet den Tag-Nacht-Modus umstellen, der reagiert bei mir auch gerade nicht. Ja, weiterhin könnt ihr schneller und langsamer fahren, den Zug anhalten und ja, das war's dann eigentlich aber auch schon wieder. Also könnt ihr wirklich nur diese paar Sachen machen. Das macht zwar relativ viel Spaß, aber bei mir geht es nicht. Es funktioniert gerade wirklich gar nichts. Oh, was ist denn man das hier? Stehe ich nicht. So, wir versuchen es jetzt noch ein letztes Mal. Wo bist du, mein kleiner Train-Simulator? Lauf jetzt bitte an. Ob es jetzt funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber wir wollen alles dran setzen und hoffen, dass es jetzt wirklich funktioniert. Komm schon. Bildschirm ist schwarz, das ist schon mal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Aber vielleicht schafft das ja noch. Da läuft er auch schon wieder direkt an. Also so ist das hier nicht. Wir schneiden hier nichts raus bei App Review News. Hier gibt es alles direkt live. Damit man auch sieht hier, dass es direkt auf den Standardgeräten entweder läuft oder nicht läuft. Und ich habe jetzt wirklich nicht so das High-End-Gerät, wo man sagen kann, kein Problem, da läuft alles drauf. Nein, ich muss mich auch umschauen. Mittelklasse eingestiegen, was so eigentlich der Durchschnitt ist. Jetzt lädt er erstmal die Hänger rein. Da sind wir wieder drin im Spiel. Zack, kommt der Hänger wieder. Jetzt hoffen wir mal, hoffen wir mal. Jawohl! Jetzt mit Erfolg gestartet. Da kommt auch schon der Zug. So, Lautstärke ist ganz oben. Und so, das Ding daran ist, grafikmäßig kann man hier. Nanu? Na, was wird's denn nun? Kann man jetzt hier nicht so viel rausholen, aber die Strecke seht ihr hier selber. Verläuft. Also irgendwas. Woran liegt's denn? Jetzt. Die Strecke an sich ist vorgegeben. Ob man das später noch ändern kann, weiß ich jetzt nicht. Wir können hier uns die Info holen. Womit fahren wir denn hier? Mit einem aus den USS, ach den USR. Mensch, den Kinder, USSR. Leute, Russland, auf gut Deutsch jetzt nochmal so, ja? Ihr habt jetzt hier direkt stehen, 70 Tonnen Gewicht, fährt mit Diesel und irgendwas mit Polen wurde da gebaut wahrscheinlich, wa? Wo, wollen wir mal gucken jetzt hier. Im Endeffekt kann man, wenn es denn funktioniert, jetzt wieder, kann man hier Gas geben oder auch bremsen. Wir machen das jetzt mal spaßhalber, geben mal Vollgas. Wir fahren gerade 72 km/h. Auf 81 können wir beschleunigen. 90, 99, 108, 117, Ritze. Das war's. Das heißt, wir rasen jetzt hier mit 117 Stundenkilometern durch die Natur. Kündigen uns kurz an.
können aber auch gleichzeitig den Triebwagen noch ändern. Geschwindigkeit ist, glaube ich, soweit ich weiß, bei allen gleich. Jetzt sind wir hier bei irgendwelchen anderen Triebwagen. Was haben wir denn hier Schönes? Also der Hudson, vom Hudson River, danach wurde der benannt hier, ne? Der New York Hudson. Man hört auch, der Ton passt sich der Maschine an. Der Ton hier vom Horn natürlich auch. Wir können umschalten zwischen Tag- und Nachtmodus, können entweder die Lichter ein- oder ausstellen. So, wir haben jetzt gerade... Nanu? Licht aus, Licht wieder an. Gut, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben also das Horn. Inside. So, wir haben die Innenansicht. Tja, mit bisschen Grafikfehlern ja irgendwie. Was los? Hintere Waggon wird gar nicht so richtig erkannt. Kann natürlich auch sein, dass die Grafik besser ist, wenn ich das jetzt hier so sehe. Und es bei mir vielleicht nicht so toll läuft. Allerdings weiß ich nicht. Es läuft bei mir auch nur mit 15 Bildern pro Sekunde. Reicht aber auch voll und ganz, weil was will man bei dieser App jetzt weiter erwarten? So, wir gucken einfach mal. Wir können weiterhin wechseln. Und zwar auf Engine wieder. Speed mit 117 ist wieder mal der... Ja, geht nicht anders. Ja, das normale wieder. Auch dasselbe rum. Auch diese neuen elektronischen, die fallen mir ja gar nicht. Sind wir wieder beim Hudson. Eigentlich toll. Ja, nee, der ist mir auch am sympathischsten, muss ich sagen, weil das ist so für mich Eisenbahn-Feeling mit Dampflok halt. Ja, und dann wollen wir mal gucken hier. Es bringt uns vielleicht an sich nicht viel. Die Innenansicht kann man bei jedem ausprobieren. Wir wollen mal jetzt die letzte Runde nochmal einläuten. Haben wir jetzt eigentlich mit Licht? Nein, ne? Das ist ja tags. Machen wir es mal nachts. So. Stockdunkel hier. Nanu. Ich wollte euch mal die Draufsicht so schön zeigen, wisst ihr? Aber irgendwie. Woher liegt's? Jetzt haben wir es wieder. So. Also, was ist denn das jetzt? Gibt kleine Steuerungsprobleme hier ab und zu? Jetzt haben wir es wieder in den Griff gekriegt. Jetzt haben wir es. Perfekt. Die Ansicht wollte ich doch die ganze Zeit. So, das sind Kasernen hier erstmal, dass auch alle wach werden hier von den Schlappschwänzen. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Wenn wir jetzt hier den Bahnhof erreicht haben, müssten wir ja mal langsamer werden. Und rollen direkt ran hier. Ah, ja, er will mit. Halt mal an und. Damit jeder weiß, wir sind angekommen. Jetzt haben wir alle Gäste eingeladen vom Diner da im Hintergrund. Und go. 18 km/h fährt er schon. Beschleunigen hoch. Komm, 117, ist Ritze im Schacht. So, da sind wir auch direkt angekommen, fahren über die Brücke rüber. Ja, Innenansicht können wir uns ja noch mal gönnen, wenn es denn funktioniert. Aber, so, Innenansicht. So, jetzt sitzen wir auch direkt vorne drinne. Oh, das war wohl zu viel. Da sagt mir die Grafik-Engine auf Wiedersehen. Und das Ganze... Tablet hängt, die ganze App ist abgestürzt. Jetzt wollte ich mal so schön Innenansicht zeigen hier, das gibt's doch gar nicht. Hat sich die Sache wohl erledigt. Ja, auf jeden Fall ist die App kostenlos im Play Store erhältlich. Ich packe euch den Link in die Beschreibung rein für Eisenbahnfans, die H0 oder sonstiges zu Hause haben. Auf jeden Fall mal eine coole Sache zum Reingucken und mal zum Ausprobieren. Ansonsten fürs Kleinkind auf jeden Fall empfehlenswert. Das sitzt davor ganz gebannt und wird nur die Hupe drücken. Wer das im Auto ertragen kann, viel Spaß. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten App-Review-News wieder. Somit schaut demnächst wieder rein. Auf Wiedersehen.